Und willkommen zurück zu Heroes of the Storm Folge 15 mit mir, dem Illy. Und ich bin so ein bisschen betrübt darüber. Ich habe eben gerade schon eine Folge aufgenommen gehabt, die ich als Folge 15 ausgeschrieben hatte. Und da war die Gruppe so dermaßen scheiße. Das ist wirklich unglaublich. Also Blizzard hat wirklich, man muss wirklich sagen, mit diesem scheiß verdammten Veteranenpack das Spiel kaputt gemacht. Da kommen jetzt Leute rein, die halt teilweise echt einfach nur hinten im Nexus drinnen stehen und warten, bis die Partie vorbei ist und dann gegen Bots ausgetauscht werden. Oh Mann, ey. Oder irgendwelche Halunken, die wirklich so eine Scheiße zusammenspielen. Das ist unglaublich. Es herrscht, glaube ich, nach wie vor immer noch so ein bisschen, keine Ahnung, das Phänomen vor, dass sie denken, oh, WoW, Schlachtfeld, da gehe ich einfach mal rauf und es ist wurscht, ob ich sterbe. Die Taktik, die wird überhaupt nicht berücksichtigt. Da wird einfach schnurstracks gegen drei Leute, da wird reinmarschiert, tot, tot, tot. Es ist wirklich richtig erbärmlich, was ich bisher so gesehen habe. Und da dachte ich, also ich sag's nochmal, ich habe es jetzt wahrscheinlich schon so oft gesagt, ich bin ja hier nicht der absolute Profi, ich bin ja auch noch ein Noob. Ich habe erst angefangen mit diesem MOBA-Genre, aber das geht ja gar nicht, was die da für eine Scheiße zusammenspielen manchmal, ey, unglaublich. So, ich werde jetzt nochmal ein Zufallszelt versuchen und ich bete zu Gott, dass ich jetzt endlich mal eine Gruppe kriege, die auch halbwegs funktioniert. Was ich auf jeden Fall jetzt am kommenden Wochenende machen werde, ist, ich werde mich schnurstracks auf Level 30 begehen, damit ich zumindest die gewerteten Spiele machen kann, um euch das erstmal zu zeigen und vor allem, um rauszukommen von diesen, in Anführungsstrichen, aber Spielverweigerer. Reinschauen schon und gut, aber das ist schon echt richtig, richtig, richtig krass. Teilweise einfach Spielverweigerung stattfindet und den Leuten gar nicht erst geholfen wird, ne? Das ist halt schon scheiße. Genug gemeckert. Ich kann durchaus verstehen, dass jeder mal klein angefangen hat, aber man muss sich doch ein bisschen auseinandersetzen mit den Klassen. Und das sehe ich manchmal, wenn ich so ins Wort gar nicht mehr. So, das sieht zumindest gut aus, hätten wir schon mal eine Gruppe, die jetzt einigermaßen schon oft gespielt hat, hoffe ich jetzt zumindest mal. Da war jetzt kein Diablo-Skin dabei oder so, keine Tyrande und auch kein, obwohl ein Rainer-Skin war, glaube ich, hoffen wir es mal lieber nicht. Ja, Geistermin, ich bete jetzt, dass es einigermaßen gut funktioniert. Ich bin euch ja einfach noch einen Sieg schuldig. Mal drei Niederlagen und einen Sieg ist das schon ganz schön happig, was wir dann bis jetzt gezeigt haben. Das eine war ja zwar ganz gut, die eine Partie, die wir hatten, aber ansonsten, es war ja nicht ganz scheiße, aber es hätte, war eben gerade die Partie, die ich hatte. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegen kann, aber wir hatten 8 Level, EP-Level Rückstand. Das habe ich noch nie gesehen im Versus-Spiel und es war wirklich einfach nur deprimierend und richtig, richtig schlimm. Anubarak, Jana, Superzelt Anubarak, sehr schön. Und da werde ich natürlich gleich wieder mit den Käfern spielen. Das hat sich der Bild immer. Und wir haben einen mit dem Cyborg-Wolf. Das heißt, da hat jemand wieder den Veteranen, das Veteranenpaket gekauft, 35 Euronen. Da kann man schon mal davon ausgehen, dass der einigermaßen scheiße spielen könnte. So, welche Lane gehe ich? Ich weiß es noch nicht genau. Ich glaube, dass ich in die Top Lane gehe. Und nicht zu offensiv. Erstmal nur gucken. Oh, die haben zumindest auch einen. Diablo, da ja, kommen sie von der anderen Seite. Leute, das Ding ist schon verkackt hier an der Stelle, ne? Ich kümmere mich. Das war so klar, dass bei uns der erste krepiert.
Ich bleib mal Top-Lane. Ach, die haben uns erwischt. Warum wohl hat sie ihn erwischt? Und da haben wir... Wir haben auch einen Raynor. Nicht zu offensiv spielen. Ja, Jaina, komm, komm, komm. Gleich rauf da! Ah! Alter, nicht zu gierig werden. Ein Held hat den Kampf verlassen. Ein Held ist in den Kampf zurückgekehrt. Die spielt echt offensiv. So, ich werde nochmal schnell zurück, bevor die Minen aufgehen. Ja, und als Rainer erwischt, ist es eigentlich klar, dass der stirbt. Hör mal, um mit Jaina bleiben. So, jetzt geht rein hier. So, wenn wir die Käfer nehmen. Wähl dein Talent. Nein! Wo ist der hier unten lang? Ja, komm, den King war. Jawohl, sehr schön. Das sehen wir schon mal ganz. Ja, kann man vergessen. Aber der pimmelt hier auch schon wieder irgendwo rum. Also, wenn wir das Ding nicht gewinnen, weiß ich auch nicht. Es ist jetzt einigermaßen Glück gehabt mit der Gruppe. Oh, da unten. Ja, alle haben wir, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, Diablo haben wir auch abgefarmt. Ja, also es fängt ja schon mal ganz gut an, aber wir haben auf der Gegenseite einfach auch Leute, die schon wieder das Veteranenpack gekauft haben. Ich werde das ja nicht verurteilen und ich höre jetzt auch wirklich auf zu meckern. So, Schluss damit jetzt. So, wir nehmen den Kiefer. Komplett auf die Kiefer zu gehen ist immer ganz gut. Und mal unten mal gucken. So hier in der Mitte zumindest. Den mal einnehmen. Valar, können wir Valar vielleicht überraschen? Was ist denn da? Ja. Nix. Den Hammer erwischt. Schön. Komm, gleich dranbleiben und pushen, Leute. Einigermaßen gut aus, da muss man ein bisschen Glück haben mit der Gruppe heute. Sache ist süß.
Junge, jetzt bleib da nicht unten stehen, sondern hau ab. Kann die Netzexplosion nehmen. Verteidigt unser Fort. Jupp, schon unterwegs. Diabel da oben. Das sollte, glaube ich, einfach werden. Sehr schön, du, jetzt greifen wir uns Walla noch ab. Sehr schön. Sehr beeindruckend. So geht das. Wir müssen die jetzt eh umbringen. Ah, das wird, glaube ich, eine ganz, ganz kurze Partie. Na, komm doch mal raus, Junge. Tod regt sich in den Minen. Na? Ja, nicht rumeiern, sondern rein in die Minen. Fahren wir sie da unten ab. Schaut euch das an, wie kaputt das Spiel jetzt ist mit den ganzen Veteranentypen, die sich halt einfach null mit dem Spiel auseinandersetzen. Null. Schaut euch das an, so. Also ich habe nichts dagegen, wenn ich dann so auch gewinne, aber das ist halt wirklich schon richtig schlecht. Wirklich richtig schlecht. Das hat jetzt auch nichts mit gut zu spielen von meiner Seite her oder so. Das ist halt einfach auf deren Seite, so wie ich gerade momentan immer das Pech hatte mit den Gruppen, haben die jetzt auf der Gegenseite das Pech. Und eine 97er Golem so früh, noch nicht mal das Midgame erreicht, das ist schon richtig, also das ist echt schon richtig bitter. Da ist der Golem, den werde ich mal eben schnell platt machen. Dann mal hier pushen. Und dieses Desaster zu Ende bringen. Können wir noch ein bisschen so viel Futter kriegen, wie da jetzt bin ich. Das bekommen wir erstmal. Meine Fresse, ey. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schlechter Gegner. Noch zu sterben wäre allerdings auch ein bisschen sehr bitter. Und zu Ende. Ja, 14-0.
nicht sehr viel Heldenschaden gemacht von Superball, und der Bogen sieht halt einfach schlecht aus. Ja, das war in der Tat bisher mein kürzester Kampf, den ich bisher hatte, und es ist halt einfach unglaublich. Also es ist ja keine Schande, wenn man Anfänger ist, aber Kalaschnikow lädt dich in die Gruppe ein. Ja, komm. Spielen wir nochmal eine Runde Random Hero, würde ich sagen. Ja, was spielen wir denn? Was spielen wir denn? Spielen wir Random Hero oder spielen wir... Okay, der ist jetzt doch abgehauen. Dann nicht. Ja, dann war es das erstmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann... mal gucken, ob ich noch eine Folge mache. Eigentlich wäre ich euch noch eine Folge schuldig, oder? Oder wollen wir das als Folge stehen lassen, wie man am besten nicht spielen sollte auf der gegnerischen Seite. Ich überleg's mir, aber gucken wir einfach mal. Mache ich jetzt noch eine Folge? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich setze jetzt einfach noch eine Folge ran. Und wir sehen uns dann... Oder schneide ich die jetzt oder lasse ich... Ach komm, wir machen jetzt einfach noch eine Partie. Und zwar... Wen nehmen wir denn? Mit wem spielen wir denn? Wir könnten ja mal mit... Was müsste ich denn noch als Quest machen? Gucken wir da mal rein. Wir müssten noch... Einen Spezialisten müssen wir noch, und wir müssen noch mal mit einem Unterstützer spielen. Haben wir einen Spezialisten? Haben wir einen Spezialisten? Gucken wir mal, wir haben Sergeant Hammer. Also Sergeant Hammer oder einen Unterstützer, da hätten wir mal Furio und Lilly zur Auswahl. Ich würde sagen, wir spielen mal mit Funkelchen, oder? Gucken wir mal, wie es mit Funkelchen läuft. Hänge ich die Partie gleich noch mit hinten ran. Und dann nee, Leute, ich mache hier einfach einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder.